können wir jetzt. Machen wir es jetzt einfach hier so. Achso, oder? Ja, gut. Im Prinzip egal. Ja. Gut, gut. Oh, das wird dann auch wieder ein schönes Ding hier. Das wird auf jeden Fall hier riesig. Da machen wir jetzt auch von vornherein einen großen Raum. Ja, ich würde auch sagen, dass wir dann mit dir, Russi, dann auch anfangen zu kämpfen. Ja, klar. So, war ich das. Wollen wir jetzt einfach sagen, komm, kloppen wir uns jetzt hier rein, so. Ja. Machen wir den hier eben, den Raum. So richtige Mob-Farm. Stimmt, müssen wir gucken, dass wir hier schon mal Licht... Nicht, dass wir gleich von einer Bitch hier... Ja. Oh, ja. Da, ich mache ja auch mal... Haben wir noch Holz im Backpack? Ich guck mal gerade. Nee. Oder hast du eine Werkbank irgendwie im Inventar zufällig? Ich pack mal Gold. Ich habe gerade ein Backpack reingepackt, Holz. Ja, sehr gut. Weil, eine Werkbank sollte man halt immer schon irgendwie auch haben bei den Feldern. Auf jeden Fall. Zack. Weil die scheiß Spitzhacken immer kaputt gehen. Genau, soll ich mal Eisen ins Backpack reinpacken? Ich laufe mal eben nach da hinten. Jo, mach mal. Ja, läuft auf jeden Fall. Also wenn der Raum hier mega gut ausgefüllt ist mit Farm, dann haben wir die übelste Produktion. Ja, auf jeden Fall. Das läuft. Also dann, da freuen sich Leute, die auf unsere Basis stoßen. Ja, auf jeden Fall. Dafür machen wir es, ja. Dafür spielen wir hier. Nee, Spaß beiseite. Ja. Wir wollen das Ding gewinnen und wir werden alle wegficken. Das ist ja auch eine ganz klare Angelegenheit so. Das ist jetzt aber mal eine Ansage, ja. Mein lieber Mann. Also, alle anderen, ihr könnt noch aufgeben. Ihr könnt noch aufgeben. Habt ihr die Möglichkeit. Das war so witzig. Ich gehe ja immer zum Eishockey. Und dieses Jahr spielen Hannover Scorpions. Also Hannover Scorpions sagt vielleicht dem einen oder anderen noch was. Waren mal deutscher Meister und sind dann abgestiegen, weil kein Kohle mehr da. Und spielen jetzt Oberliga. Und die ersten Jahre Oberliga waren auch echt noch gut. Und jetzt die Saison so eine Graupentruppe da. Weil jetzt steht doch, ich denke mal, dass die extra, dass die keinen Bock mehr haben. Weil es steht fest, dass die mit einer anderen Mannschaft nächstes Jahr zusammengehen. Und die meisten Spieler wahrscheinlich nicht Vertrag verlängert bekommen. Ja, auf jeden Fall haben wir dann gegen so eine richtig gute Mannschaft gespielt und haben irgendwie überraschend nach dem ersten Drittel vorne gelegen. Und es, in dem Block, wo ich saß, war so ein richtig komischer Zuschauer, der hat immer so richtig rumgeschrien, also immer so richtig witzige Kommentare. Und dann sind die, das war gegen Füchse Duisburg, sind die Duisburger wieder nach einer Drittelpause aufs Eis gekommen, ruft, es war eine Halle. Also ihr müsst, also Oberliga kommen so in 800 bis 1000 Zuschauer beim Scorpions. Wenn es halbwegs dann irgendwie läuft, right. Waren da so 800 Zuschauer da, also ist es relativ ruhig dann auch in der Halle, wenn jetzt nicht, es ist halt nicht zu vergleichen mit Fußball oder so, ne? Und auf jeden Fall waren jetzt gerade keine Fangesänge, es war ruhig und der ruft so richtig laut, dass es wirklich jeder gehört hat, noch könnt ihr aufgeben, weil irgendwie sowas, so also richtig arroganter Spruch, mega witzig. Naja. Ja, das sind immer die geilsten, die Kommentare von den Zuschauern. Ja, auf jeden Fall. Naja. So. Es ist auf jeden Fall hier wieder richtig stupide Arbeit, ey. Ja, ich mach schon mal hier Erde. Nee, muss, ich hab, wenn er 3 hoch ist, müssen wir da nicht mehr. Ach so. Der ist ja extra 3 hoch, weil da kommt die Erde gleich so rein. So, das ist nämlich dann effektiver, wenn eigentlich einer abbaut und der andere dann direkt wieder anpflanzt. Ja. Denk an Wasser, ne? Sonst geht die. Ja, gut. Aber wir machen, warte mal, wir machen hier mal irgendwo eine unendliche, warte mal, machen wir hier eben eine unendliche Quelle hin. Dann machen wir hier noch eine Erde hin, wo ich jetzt, da. Ich hab gerade keine Erde. So. Ich hab keine Erde mehr. Geil. Ja, gucken wir mal. Das ist unendlich? Jetzt müsste ja noch sein, ja. Perfekt. Ich geh mal eben hoch und hole Erde. Dann kannst du ja hier noch einen Moment abbauen. Ich guck dann auch direkt mal nach dem Zuckerrohr. Und nach Weizen? Ja, genau. So. Weizen können wir jetzt erstmal einmal richtig durchwachsen lassen. Müssen wir jetzt hier nicht durchgehend da lang laufen und Weizen holen. Oh, wie viele Steine wir auch haben, ey. Krass. Ja. Was brauchen wir eigentlich? So. Also ein paar normale Stones sind vielleicht nicht schlecht, so. Oh ja, 3 Zuckerrohr sind jetzt gewachsen. Ich überlege gerade, ob ich jetzt hier... 3 Zuckerrohr... Upsa. Hältst du noch 10 Minuten aus, ja, komm, mit dem Pissen?
ziehen wir jetzt durch gut. Hier. Weil wir sind jetzt bei 50 Minuten. Okay. So, pflanze ich eben die Zuckerrohre wieder an. Willst du nicht schon mal Obsidian abbauen? Hab ich schon Obsidian. Ah, hast ja. Du schon. Sehr geil. Gut. Früher hat das doch immer noch länger gedauert, als heutzutage das abzubauen, oder? Kann. Das haben die doch mal gepatcht. Kann sein, dass es mittlerweile schneller geht. Aber ich habe so lange kein Minecraft wirklich gespielt, dass ich das jetzt echt nicht beurteilen könnte, ob es jetzt wirklich schneller ist oder was. Sag mal, wo ist denn die ganze Erde hin? Ist sie schon wieder leer? Schon wieder aufgebraucht. Also ich habe wirklich keine Erde mehr. Also ich habe jetzt noch ein Stack und zwei, das ist ja auch nicht so wirklich viel. Nee, das reicht nicht. Scheiße. Dann muss ich gleich wieder rausgehen. Das gibt's ja nicht, also dass wir hier Erdprobleme haben. Ja, Mensch. Geil. Einfach aber geil. Wenn wir nur Probleme mit der Erde haben, möchte ich mich nicht beschweren. Ja, das sind schon wirklich Probleme, also... Luxusprobleme. Ja. Oder haben wir Gunpowder oder so, wegen TNT, dann können wir so Sprengungen machen. Ich glaube, dann können wir mit Style ernten. Das ist echt nicht effektiv. So. Ja. So, warte mal, jetzt machen wir das mal. Ach ja, ich mach das jetzt hier einfach nicht mit System. Einfach abbauen, die Scheiße. Zack. So, Stücke. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Hast du noch ein Eisen zufällig? Im Backpack. Ah, okay. Perfektement. Gut. Eine Ho habe ich leider auch gerade nicht mehr. Hier, pflanzt mir eben nach. Zack. Nicht da hinten. Da. Genau. So. Ah, scheiße, hier schon wieder zu wenig Licht. Scheiße. Mann. So. Setz ich mal hier ab und zu mal in die Decke ein bisschen Licht rein. In die Decke? Ja, da oben so Fackeln rein, dass wir Löcher reinbauen und da Fackeln rein, dann haben wir. Bringen jetzt nicht ganz so extrem viel Licht, aber besser als gar nichts. So, das müsste dann passen. Haben wir hier auf jeden Fall gleich wieder ein richtig nices, dickes Feld. Jo, und das ging auch relativ schnell so zu bauen. Ja. Dann würde ich sagen, gehe ich nochmal raus und hole ein bisschen Erde. Was soll's. Okay. Also ich meine, die brauchen wir eh irgendwann, ob ich jetzt rausgehe. Wobei, es wäre natürlich jetzt auch echt ein Wunsch von mir, irgendwann den Verzauberungstisch schnell fertig zu bekommen. Ja, klar. Dafür brauchen wir Sugarrohr. Ja, das wächst auch, also wenn wir Bone Meal haben, würde ich sagen, auf das pushen. Kann man damit nicht machen. Nee. Echt nicht? Oh. Doof. Was ist das denn für ein Scheiß? Beschwer dich bei Mojang. Bei Mojang. Ja, hat ja Microsoft mal aufgekauft irgendwann. Ja, ne? Seitdem geht es alles nur noch bergab. Es geht nur noch bergab hier, ich sag es dir. Ja, das ist natürlich Kacke dann. So, ich gehe auch mal gerade nochmal wieder nach oben. Genau, dann kannst du ja mal eine Runde ernten gehen, eventuell, und ich hole nochmal Erde, ja. Yes. Yes, sir. Genau daran habe ich auch gerade gedacht. Ich habe da jetzt ein Schild hingemacht, weil dann fließt da auch kein Wasser durch. Ach so, ja. Die Tür, die war aber stylisch, ne? Stylisch, aber ich dachte mir so, nee, ich finde Tür unterirdisch passt einfach nicht. Da sind Schilder passender. Okay. So. Hier hoch und dann holen wir uns unser restliches. Unsere restliche Erde. Ja. So. Es ist wieder Nacht, das ist natürlich zum Erde holen, jetzt nicht so optimal. Also wir brauchen insgesamt 48 Diamanten dann. Hier eine komplette Rüstung, sagst du? Ja. Okay. Und
Schwert müssen wir halt gucken. Wäre, glaube ich, nicht so sinnvoll, weil das extrem teuer ist, natürlich. Ja, dann können wir lieber ein verzaubertes Eisenschwert nehmen. Wobei Eisenschwerter gehen natürlich auch schneller kaputt, ne? Oder sollten wir extra machen? Nee. Weil die können wir nicht verzaubern. Kriegen wir ja keine Effizienz drauf. Und sie dauern eben noch länger, um sich wieder aufzuladen. Fire Aspect wäre halt geil oder sowas. Fire Aspect ist richtig nice. Also gegen Fire Aspect zu kämpfen ist übel schwer. Also weil man, wenn man brennt. Ah, das nervt so hart. Ja. Braucht man da irgendwie Bücher für was braucht man dafür? Man kann mit ein bisschen Glück auf Fire Aspect kommen. Deswegen würde ich gerne Level 30 Verzauberungsfisch auf Dauer haben. Okay. YouTube. Mir hat da auch irgendwie einer in die Kommentare geschrieben, dass man irgendwie in den Meta gehen soll, um eventuell in Truhendias zu finden. Ist das wahrscheinlich? Boah, kann ich echt nicht sagen. Ich habe da keinen Plan von. Ja, das lassen wir andere machen. Schön, das müssen wir nicht. Ich denke, wenn wir ein großes Feld haben, dann müssen wir uns nicht die Arbeit machen, weil dann ist ja eben. Ich meine, wie viele Diamanten sind dann in so einer Truhe? Das sind, wenn da 5 Stück drin sind, dann gehen wir lieber in der Zeit ein bisschen farmen. Ja, stimmt. Aber im Nether sind halt auch zum Level-Farm hier diese Quarzteile, ne? Die sind da eigentlich auch ganz geil. Und? Problem Nether, im Nether-Portal, wenn wir das können wir nicht in unserer Base machen, weil das verrät uns. Stimmt. Ja, gut. Müsste man halt irgendwo dann machen. Ja, genau. So, ich hab jetzt nochmal 3,5 Stacks. Das Erde geholt, das sollte ja erstmal reichen. So, bei wie vielen Minuten sind wir? Oh, bei genau einer Stunde. Oh, ja. Also fast genau in 2 Minuten. Perfekt. Deswegen werden wir jetzt langsam zum Ende kommen. Hast du den Raum unten noch ein bisschen ausgehoben, oder? Ein bisschen, aber ich habe jetzt hier mich dann aufs Ernten nochmal konzentriert. Gut, also dann haben wir es leider diese Folge, beziehungsweise diese 4 Folgen, die wir jetzt aufgenommen haben, noch nicht geschafft, den Verzauberungstisch zu machen. Allerdings bin ich da ganz zuversichtlich, dass wir das auf jeden Fall dann in der nächsten Folge direkt machen können. Also wir hätten es auch geschafft, hätten wir jetzt sofort angefangen mit dem Einsetzen von dem Zuckerrohr. Allerdings. Ja, die Rohstoffe haben wir ja dafür für einen Zaubertisch. Ich denke auch, es ist erstmal effektiver, wenn wir auf jeden Fall das Zuckerrohr anpflanzen, als wenn wir das jetzt sofort verballern. Ja. Bist du da gerade bei dem Zuckerrohr? Ich bin bei einem großen Feld, was wir unten ausheben, weil da. Ja, okay, dann gehe ich kurz mal noch beim Zuckerrohr gucken, ob da irgendwas gewachsen ist und dann ist auch schon Folgenende. Genau. Nee, leider nichts gewachsen, schade. Ist die Frage, ob wir nicht mal ein Zuckerrohr mitnehmen, falls die Base gefunden wird, ins Inventar. Ah ja, genau. Oder den Eingang einfach zumachen. Nee, nimm mal lieber einen mit. Okay. Gut. Hab ich gemacht. Sehr gut. So. Perfekt. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Machen wir da hin. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Ups. Upsala. Was passiert? Hab eben die Wasserquelle kurz zugebaut, aber nur an einer Stelle. Oh no. Deswegen. So, aber wir haben auf jeden Fall jetzt richtig viel Weizen gefarmt. Das ist schön. Machst du eben das Weizen noch schnell zu einem Stack zusammen und dann Jo. So. Perfekt, also wir haben hier auf jeden Fall ein richtig, richtig fettes Weizenfeld, wenn das hier noch komplett ausgehoben ist. Können wir uns zeigen. Krasser Schein. So, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge an der Stelle. Ja. Hier packt das irgendwo ein bisschen rum. Ja, lassen wir so. Dann war's das, würde ich sagen, von der Folge.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann natürlich eine positive Bewertung da lassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Und dann hoffen wir einfach mal, dass bis dahin unsere Base lebt. Ich mach mal hier den Eingang zu. So ein bisschen zack, zack. Ja, mach mal ein bisschen zu. Ich mach gerade noch hier die Weizenblöcke. Genau. Alles klar. Tu die ins Inventar. Und dann verabschiede ich mich an der Stelle. Wir sehen uns im nächsten Video. Jo. Haut rein, Leute. Und tschüss. Tschüss.